Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank an die SPD, dass Sie dieses Thema gesetzt haben. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, auch angesichts der heute stattfindenden Gesundheitsministerkonferenz. Und Sie haben ja in Ihrem Antrag deutlich gemacht, dass die Krankenhausfinanzierung gerade hier ein zentraler Baustein in der hessischen Krankenhauspolitik ist. Schon alleine die Hessische Krankenhausgesellschaft sagt, dass 180 Millionen € fehlen im Jahr für Investitionen. Wir sagen, es sind 235 Millionen €, weil man natürlich das Geld dazu zählen muss, das sie den Kommunen weggenommen haben. Deshalb werden wir dem Antrag der SPD auch gerne zustimmen. Allerdings, Frau Dr. Sommer hat ja schon ein paar Hinweise gegeben. Es reicht aus unserer Sicht auch nicht, tatsächlich bei den Finanzen stehen zu bleiben. Das ist für uns als LINKE zu wenig. Wir erwarten einen umfassenden Plan zur Sicherstellung der hessischen Gesundheitsversorgung von dieser Landesregierung. Mitten in den Sommerferien, aber wie sieht es aus? Mitten in den Sommerferien haben Sie still und leise einen Krankenhausplan 2020 vorgelegt, mehrere Jahre zu spät, aber trotzdem inhaltlich völlig flach. Was Sie versäumt haben, oder die Expertise ist nicht da, wie Frau Dr. Sommer gesagt hat. Es gibt keine ernsthafte wissenschaftliche Versorgungs- und Bedarfsplanung. Die Krankenhausplanung erfolgt in Hessen immer noch mit Bettenzählen, und zwar nach der Hill-Burton-Formel aus dem Jahr 1960. Ich weiß nicht, ob Sie sich nicht dafür schämen. Konzepte aus dem letzten Jahrhundert, 60 Jahre alt, auf eine moderne Krankenhauspolitik anzusetzen. Aber das ist nur das eine, was Sie völlig versäumen. Sie haben auch die stationäre Versorgung völlig abgetrennt von der ambulanten oder intersektoralen, oder wir müssen ja heute von sektorenfreier Versorgung sprechen. Sie haben das völlig meinen, das völlig isoliert davon planen zu können, und das ist Humbug. Aber was hat das für Auswirkungen? In Ihrem Krankenhausplan, ich stelle den immer nur in Anführungszeichen, sagen Sie, dass die Anbieterstruktur im Krankenhausbereich immer noch gekennzeichnet ist durch zu viele Krankenhausstandorte. Zu viele hört sich jetzt für mich nicht als Planung an. Das hört sich eher als Vorzeichen für den nächsten Kahlschlag an, den wir zu befürchten haben. Und wo soll der erfolgen? Auch da gibt es Hinweise in Ihrem Krankenhausplänchen. Sie sehen in vier Bereichen Überkapazitäten. Es hat mich jetzt nicht richtig gewundert, dass die Überkapazitäten genau dort stattfinden, wo Patientinnen und Patienten feststellen, dass es viel zu wenig an Kapazitäten gibt. Und zwar ist das die Kinder- und Jugendmedizin, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo es lange, lange Wartezeiten gibt, bis man einen Platz bekommt, die psychosomatische Medizin und Psychotherapie und die Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Und auf so einen Unsinn kann wirklich nur jemand kommen, der die Planung am Reißbrett mit mathematischen Formeln macht und sich weder für die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch für die Realität der Menschen interessiert. Gehen wir einmal zu dem Beispiel Geburtshilfe. Wir haben ja in der letzten Plenarsitzung darüber diskutiert, über die Situation der Hebammen in Hessen. Und Sie haben ja doch deutlich auch festgestellt in dem Hebammengutachten, dass es eine Unterversorgung gibt. Reicht Ihnen eigentlich die Schließung von jeder dritten Geburtsstation in Hessen immer noch nicht aus? Wollen Sie noch mehr streichen? Haben Sie das dem runden Tisch Hebammenversorgung auch so mitgeteilt? Nein, wir erwarten von Ihnen tatsächlich Lösungen für eine flächendeckende Versorgung mit Geburtshilfe und nicht so einen Quatsch. Aber ich denke, es geht über zu dem nächsten Thema. Das beste Beispiel in Ihrem Plan in Anführungszeichen ist die Personalbemessung. Pflegepersonal kommt in Ihrem Landeskrankenhausplan nur dann vor, wenn sie auf die Personaluntergrenzenverordnung abgestellt wird. Aber es wundert mich nicht, der Landeskrankenhausausschuss ist ja nicht sehr paritätisch zusammengesetzt. Diese Untergrenzenverordnung ist ja völlig unzureichend, das sind Durchschnittswerte, zu wenige Bereiche werden
werden einbezogen und viel zu wenig kontrolliert. Und es gibt ja eine Vorlage vom Anfang des Jahres, die Pflegepersonalregelung 2.0 von Verdi, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat. Machen Sie sich doch endlich stark dafür, dass dies auf Bundesebene umgesetzt wird. Das wäre wirklich ein echter Fortschritt. Die Hessische Landesregierung scheint auch gerne vom Balkon zu klatschen, aber sie müssen endlich etwas tun, um die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in den Krankenhäusern zu sorgen. Gestern waren wir mit jungen Leuten unterwegs vom UKGM. Sie haben mir erzählt, dass schon Azubis, Auszubildende in der Krankenpflege, sich unter den Anforderungen der Ausbildung, der Tätigkeit zusammenbrechen und ihre Ausbildung schon überlegen, abzubrechen. Die anderen gehen nach einem Jahr aus dem Beruf. Wenn Sie nicht endlich etwas ändern in der Pflegesituation im Krankenhaus, werden Sie demnächst noch weniger Pflegekräfte haben, aber niemanden zurückgewinnen. Es ist notwendig, ein deutliches Signal an die Pflegekräfte zu senden, dass sich die Arbeitsbedingungen grundsätzlich ändern. Aber was brauchen wir stattdessen? Wir brauchen wirklich einen Plan. Der Duden definiert Planung als eine Vorstellung von Art und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ein bestimmtes Vorhaben verwirklicht werden soll. Und davon ist Ihr Krankenhausplan aus dem Hause Klose weit entfernt. Stattdessen brauchen wir tatsächlich ein mehrstufiges Konzept. Und DIE LINKE hat Ideen für eine solche, wie man zu einer solchen Planung kommt, auch durchaus vorgelegt. Wir brauchen ein wissenschaftliches Gutachten zur Versorgungssituation und Planung. Dieses muss deutlich machen, wie ist die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und wie sind Qualitätsstandards zu gewährleisten. Es muss klar sein, dass die Personalmindeststandards eingehalten werden. Die ambulante, die intersektorale, die Altenpflege, die Heilmittelerbringerin, der Rettungsdienst, der öffentliche Gesundheitsdienst, das Hospizwesen, alle die müssen eine Gesundheitsplanung umfassend eingezogen werden. Wir können doch heute nicht mehr in klein-klein planen. Wir sehen doch, dass alles zusammenhängt. Und wenn wir an einer Stelle etwas wegnehmen, die andere Stelle zusammenbricht. Und wir brauchen das, und das fehlt in dem Landeskrankenhausplan ganz deutlich, das Wort flächendeckend fehlt dort drin. Wir brauchen eine zeitnahe Erreichbarkeit für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Angehörigen, auch mit dem ÖPNV. Und wir denken, eine gute Marge wäre, dass man in 30 Minuten die nächste stationäre Einrichtung erreicht haben muss. Und auf Basis dieses Gutachtens soll es eine umfassende Bedarfsplanung unter Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und nicht nur derer, die die Krankenhäuser betreiben, sondern auch denen, die darin arbeiten, den Gewerkschaften, Patientenorganisationen usw. so geben. Diese sollen zentrale Vorgaben dann auf eine regionale Ebene geben. Und wir haben die Gesundheitskonferenzen, wir können die ausweiten, wir können sie stärken, wir können damit wirklich arbeiten und damit auch eine demokratische Organisation vor Ort entwickeln, sodass die Menschen vor Ort auch daran beteiligt sind, die Akteure vor Ort daran beteiligt sind, was ist denn notwendig und wie kann das auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das wäre dann wirklich eine ordentliche Versorgungsplanung statt einer dieser kontextlosen Krankenhausplanung. Das alles haben wir zusammengestellt in unserem Diskussionspapier, das wir mit vielen Leuten diskutieren, mit Krankenhäusern, Krankenkassen, Ärztinnen, Ärzten, Gewerkschaft, Pflege, viele andere Kräfte mehr. Für uns ist wichtig, dass es eine sektorenfreie Versorgung gibt. Und ich denke, sicher ist nicht alles auf Landesebene zu machen, aber wir müssen auch Anstöße von der Landesebene auf die Bundesebene weitergeben. Es ist aber notwendig, es gibt auch Dinge, die im Land gemacht werden können. Wir können eine Das haben zum Beispiel Thüringen hat das gezeigt. Die haben eine wirkliche Krankenhausplanung durchgeführt und damit auch wirklich sinnvolle und gute Strukturen im Lande geschaffen. Ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten, in der heutigen Situation und in den heutigen Rahmenbedingungen durchaus einiges zu tun. Eine gestufte Versorgungsplanung mit einer Maximalversorgung, einer Grundversorgung, Spezialisierung, intersektoralen Gesundheitszentren als Brücke zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung und den kommunalen Gesundheitszentren, die flächendeckend tatsächlich vorhanden sein müssen.
Und ich denke, wichtig ist, dass die Situation der Patientinnen und Patienten, der Beschäftigten und auch der nichtärztlichen Gesundheitsberufe viel stärker in die ganze Diskussion mit einbezogen werden soll. Klar, Ambulantisierung spielt eine große Rolle, auch Digitalisierung mit einem hohen Datenschutzanforderung. Das sind alles Themen, die notwendig sind in einem Krankenhausplan, in einem wesentlich höheren oder in einem Gesundheitsplan, den wir eigentlich von Ihnen erwarten, in einem höheren Maße einzubringen. Wir brauchen natürlich auch die ganzen angrenzenden Gebiete, die ich schon gesagt habe, die notwendig sind, hier für die Gesundheitsversorgung zu sorgen. Und das wäre ein sinnvoller, umfassender Planungsprozess. Und da wäre es natürlich auch notwendig, ein Zeichen gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens zu setzen. Sie müssen zum Ende kommen, Frau Kollegin. Und einen Fonds zur Finanzierung von Rekommunalisierungen von Kliniken aufzulegen. Da Sie aber lieber die Privatisierung eines Uniklinikums verteidigen, als ernsthafte Schritte für ein gutes Gesundheitswesen zu unternehmen, sind meine Hoffnungen in dieser Frage sehr begrenzt. Ich bedanke mich. Applaus